Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Das Jahr ist gelaufen. Morgen gibt es dann schon die 14 im Datum. Aber ich möchte mal zurückgucken, was denn alles dieses Jahr bei die Filmfabrik gelaufen ist. Es war unfassbar viel. Und damit gerade auch die Leute, die vielleicht den Kanal ein bisschen später entdeckt haben, mal sehen, hey, was habe ich eigentlich das ganze Jahr gemacht, gibt es von mir jetzt mal einen Jahresrückblick. Das Jahr 2013 ging richtig gut los, mit knapp 11.000 Abonnenten ins Jahr rübergelaufen, kam Ende Januar ein recht legendäres Video. Ganz viele Millionen Menschen haben es schon gesehen. Wer lacht, verliert bei YTT auf dem Zweitkanal Die Jungs. Das war so das erste große Highlight auf meinem eigenen Kanal. Gab es aber das erste Highlight dann mit der Berlinale. Ich bin unter anderem mit Stefan und Easy rübergefahren und da habe ich ganz viele tolle Momente erlebt, was alles da drum die Berlinale war. Wir haben extrem viel gearbeitet und lustigerweise habe ich den Easy damals vor die Kamera gezerrt, weil ich gesagt habe, ey, du bist witzig, das ist cool, mach mal ein paar Sachen mit so einer Beatbox-Einlage. Wurde ja euch dann sozusagen vorgestellt. Dann haben wir darauf auch Quite Cool gegründet und mittlerweile ist er ja bei Yplay. Ich weiß nicht, ob er das manchmal nicht vergisst, dass es bei der Berlinale alles losging. Das war für mich aber auf jeden Fall das erste Highlight. Das sind sogar die im Verkauf, da können wir uns nachher sogar noch einen mitnehmen. Vor allem ist das mal ein Titel, den kann man sogar, braucht man nicht wegpiepen. Immer feste meine Weste. Ja, 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 na ja, ja. Warum denn nicht? Ja. Wohin denn sonst? Ist doch klar. Das war doch von Anfang an klar. Als ich bei der Berlinale war, hatte ich dann auch noch zwei Interviews, die nicht in Bezug zur Berlinale selber standen. Das war einmal den Cast von Hänsel und Gretel, diesem geisteskranken Märchen-Massaker-Film. Das war auch ganz lustig, weil es so der erste große Moment war mit Jason Statham, was ich ja vorher bei Klickzoom beim Christoph gemacht habe. Aber das war eben auf meinem eigenen Kanal das erste große Interview und direkt ein paar Tage danach James Franco, der in meinem Interview entweder den krassesten Jetlag der Welt hatte oder das heftigste Kraut der Welt geraucht hatte. Wobei ich immer noch vermute, dass es eine Kombination aus beidem war. Ich musste ziemlich viele Sprechpausen rausschneiden und ein wunderschöner Moment war, als James Franco einfach da sitzt und sagt, say it again. You know, I love the people, I love the art scene here and Ich habe viele Interviews geführt dieses Jahr, aber das, was mich am meisten berührt hat und auch selber heute noch so mit sich trägt, ist das Interview mit Kirsten Bruhn, die querschnittsgelähmte Paralympicsiegerin zum Film Gold. Du kannst mehr als du kannst. Da hat man einfach gemerkt, hey, das ist echt krass, wie toll Menschen einfach sein können. Es ist mir auch völlig egal, ob die jetzt aus einem anderen Land kommen, ob die eine andere Religion haben, eine andere Sexualität oder eben vielleicht körperlich behindert sind. Das war ein ganz toller Moment, tolles Interview. So viel Ehrlichkeit bekommt man ganz selten zu sehen und das war eben das Interview mit Kirsten Bruhn. Zu wissen, du wirst jetzt dein Leben aus dem Sitzen bestreiten. Das sind Momente, wo man wirklich einfach nur die Augen zumachen möchte und nie wieder aufwachen möchte. Gleichzeitig waren natürlich nicht nur Highlights auf meinem Kanal, ich habe eben die Jungs von YTT mit einem Video oder Klicksum schon genannt, aber ich durfte ja auch in ganz anderen Kanälen immer mal rumspringen, das war bei Pong, da war ich auf dem Heavy Metal Festival, Fuck You Goethe kam dann auch noch das Special, ich war bei der ComCom Show von YTT unterwegs, ob beim 2 Millionen Abo Special oder jetzt auch immer öfters bei der ComCom Show, ich war bei Top 10. Ganz vielen anderen Kanälen aufgetaucht, rumgesprungen, Unterstützung bekommen und da muss man sagen, das war ja mein erstes komplettes, volles Jahr bei YouTube und da habe ich so viel erlebt. Vielen Dank an jeden einzelnen Kanal da draußen, das war richtig geil. Ich wusste gar nicht, dass es bei einem Metal-Festival sogar einen Stand für gebrannte Mandeln gibt. Schauen Sie mal. So, bitteschön, Sie auch. Ja, ach guck mal, die geben mir das Recht. Geben Sie ihr ein bisschen weniger, aber dann mache ich mehr Punkte. Danke. So, ich habe nämlich 4 7 Stück und du 4, damit mache ich 3 Punkte mehr. Komm, das ist eine Portion gebrannte Mandeln. Nee, du musst es dir nicht schönreden. Im Sommer war ich dann auch mal mit Joyce unterwegs zur Premiere von Systemfehler, wenn Inge tanzt. Ein total verrückter Tag gewesen. Wir haben mit den Hauptdarstellern zum Mittag gegessen, haben Fans am Kino getroffen, zurück mit Matzen, also wir sind eigentlich immer nur hin und her gefahren, hatten einen lustigen Premierentag und das war einer der coolen, richtig witzigen Momente dieses Jahr. Ansonsten, also heute haben wir viele Interviews einfach. Seid ihr wegen den Interviews gestern schon angereist?
Weil der ganze Tag voll ist heute. Ja, aber auch, weil wir uns mit dem Regisseur nochmal betrinken wollten gestern Abend. Ja. Im Sommer hatte ich dann auch noch zwei Specials zu Einfach Unverbesserlich. Einmal waren ja die Minions zu Besuch, die mir in der Review das Leben echt schwer gemacht haben. Und der Synchronsprecher von Gru, Oliver Rohrbeck, der gleichzeitig wieder auch als Stimme von Ben Stiller bekannt ist. Das war für mich übrigens total komisch, ihn da zu sitzen zu sehen. Und ich wusste, hey, du weißt genau, wie der Synchronsprecher aussieht. Und mit dem hast du dich auch gut verstanden. Hatte immer so das Bild, ja, jetzt kann ich Oliver Rohrbeck auch daneben setzen. War ziemlich cool, mal wieder so einen ganz anderen Einblick zu bekommen. Und ja, das war mit Oliver Rohrbeck ein richtig geiles Interview. War das dann eigentlich, als du dann als fester Sprecher von Ben Stiller dann geworden bist oder jetzt dann auch von Gru, gibt es dann Leute, die sagen so, nee, das ist doch die Stimme von drei Fragezeichen, der soll nicht auch noch Ben Stiller sein? Also ich glaube ganz wenige, weil diese Figuren haben doch alle sehr unterschiedliche Stimmen. Das hat damit zu tun, dass man eben das als Schauspieler macht und versucht, die Haltung dieser Figur auf der Leinwand oder im Hörspiel anzunehmen und dadurch verändert sich die Stimme automatisch. Bei der Premiere von Systemfehler, wenn Inge tanzt, war ich auch richtig abgefahren und richtig krank und bescheuert, wo es dann einmal bei der Premiere von City of Bones Chroniken der Unterwelt, woraus dann nachher sogar zwei Videos geworden sind, weil ich mich vom Material nicht trennen konnte. Das war dann sogar so weit, dass ich von Hauptdarsteller Robert Sheehan, okay, er ist mehr Nebendarsteller, aber für mich gerade an dem Tag der Hauptdarsteller, am roten Teppich in Berlin bei der großen Premiere mit einem Edding, der echt schlecht abzuwischen war, eine Penisrune ins Gesicht gemalt bekommen habe. Das Ding ging nachher bei Tumblr wirklich viral. Ganz viele Leute haben mich darauf angesprochen. Das war einer der Momente, den ich nicht geglaubt hätte Anfang des Jahres, dass ich so einen Schwachsinn mal erleben darf. Start off with the old, that's the strength. Okay. Yeah. It's a sex rune or what is it? And then, yeah. For City of Bones. City of Boners, City yeah? City of Bone. Right? There you go. You gotta tip it off, yeah? Ah, great! And then... Is it big enough? This means it's a fertility rune. Anderes Highlight war auf jeden Fall das Turbo-Interview auch mit Giovanni. Wir haben erstmal so über die Film gesprochen, es ist ein Animationsfilm, wie die ihn synchronisiert haben. Und am Ende waren wir dann bei Broses, seinen alten Popsongs und den anderen Popstars. War saumäßig lustig, habe ich echt nicht mit gerechnet. Zumal ich völlig übermüdet beim Interview angekommen bin. Ich hatte noch eine Veranstaltung am Vortag im Süden und bin morgens ganz früh nach Köln gefahren, um dann quasi so ein Frühstücksinterview zu machen. Völlig übermüdet, völlig viel Spaß gehabt. Er ist ja sehr frühmierig. Du isst einen Taco und du sprichst in der gleichen Zeit. Warum also. Hast du so einen trockenen Mund? Warum musst du aufpassen? Sag ihm was. Ich verstehe kein Wort, was du sagen. Du redest deutlich und laut, trotzdem mit dem Fuß in den Mund. Du hast gesagt, als war ein Taco, ich aber besser will. Ich verstehe wirklich kein Wort, was dieser Mann mir sagen möchte. Rede mit ihm, was willst du von ihm wissen? Dann war ich auch ein zweites Mal mit Joyce unterwegs, nämlich beim Set von Fuck You Goethe. Das war zwar vorher, wir waren natürlich im Mai dann am Set, aber das Video kam im Oktober. Unglaublich witzig, was wir da am Set gemacht haben und ist interessanterweise das erfolgreichste Video auf meinem Kanal mit meinem Gesicht drin. Also es gibt Trailer, die wurden mehr geklickt, aber das ist so das erfolgreichste Video. Da habe ich mich riesig gefreut und da war auch wieder eine coole Zusammenarbeit eben mit Joyce. Lief auch gleichzeitig was bei Pong und der Film war dann nachher auch ein Erfolg. Und ich bilde mir bis heute ein, dass es auch ein bisschen an unserem Special lag. So, dann lass mal gucken, weil hier wird auch, glaube ich, gerade sogar noch gedreht oder aufgebaut. Wir machen einfach mal so einen Setwalk für euch. Hier gibt es auch noch irgendwie Schnittchen. Ich glaube aber draußen... Genau, draußen wird gerade gedreht. Aufgebaut. Du hast ja schon mal bei Vorstadt-Krokodile 3, hattest du ja eine Komparsenrolle. Hey, ja, hallo. Ich hatte mehrere Sätze. Ja, ihr guck mal. Dann ja. Sogar eigentlich schon mehr Statist. Nein, das ist schon dann ein kleiner Statist. Ein kleines Highlight war auch dann noch das Interview zu Drecksau mit James McAvoy. Also ich habe echt dieses Jahr viele große Filmstars treffen dürfen. Das kann man eigentlich auch mal so zusammenpacken. Das war saugeil und deswegen habe ich das für euch in der Infobox auch nochmal komplett verlinkt. Scottish people use that word and it can mean friend as well, yeah? So if you say, well, how's it going, you can't, yeah? Uh-huh. You can mean, how's it going, my friend, yeah? Uh-huh. So they use it in different ways. It's not always meant as a bad thing, yeah? Ende des Jahres habe ich ja noch Ben Stiller getroffen. Ist für mich jetzt nicht der begnadetste Schauspieler, aber es ist einfach eine Größe im Comedy-Business. Und der Film Walter Mitty hat mir ja auch extrem gut gefallen. War es also schon eine Ehre, ihn euch als Weihnachtsgeschenk zu überbringen. Das hat saumäßig viel Spaß gemacht. Und auch in diesem Sinne nochmal Grüße an Ben.
If you had an own YouTube channel, what would you do and how would you call it? Probably call it the Ben Stiller YouTube channel. Very and creative. Probably put stuff that I'd done in movies or on TV on it. Do you follow any other YouTube channels? I don't. I'm not a big YouTube channel watcher. I don't even understand how it works. Okay, can you change channels on YouTube? Yes, of course. You can. Really? You can pick out what you like to. You can subscribe. I've got to get a computer. That's what I got to do. Ich habe jetzt sämtliches aufgezählt, was auf meinem Kanal passiert ist, so als mein Jahresrückblick bei die Filmfabrik, ein paar andere Kanäle auch noch aufgezählt, aber es gibt noch dieses eine krasseste Highlight, wo ich auch nicht nur sage, bei Filmfabrik, sondern definitiv zu den Top-Momenten meines Lebens zählt, war der Video Day, als ich dann vor 10.000 Fans, also vor 10.000 Menschen, also ganz vielen Leuten auch von euch, stand und 2 Stunden lang Power auf der Bühne geben konnte. Was vorher eigentlich alles viel chaotischer war, weil sie auf der Bühne war, war es einfach der Hammer. Ich erinnere mich da so gerne dran. Fast jeden Tag gucke ich mir auch nochmal die kreischende Menge an, die ich auch bei Instagram dann hochgeladen habe. Vielen lieben Dank dafür. Hättet ihr nicht Filmfabrik geguckt, hättet ihr mich nicht supportet, auch in den anderen Kanälen, hätte ich diesen Moment niemals erleben können. Und ich freue mich so tierisch auf 2014. Und ich danke euch erstmal für dieses Jahr. Und das war einfach der Hammer. Und könnte ich euch so als Community abonnieren, würde ich es tun. Da ich es aber nicht brauche, weil ihr eh da seid, freue ich mich einfach, dass wir die große Filmfabrik-Familie sind. Fühlt euch alle mal ganz kräftig umarmt. Wunderschönen guten Tag, Köln! Das Hemd ausziehen, nur das Hemd. Zeigt denen im Livestream, dass sie kleine Sesselfurzer sind, dass sie nicht da sind und zeigt, dass es hier richtig laut ist! Das war mein Jahresrückblick. 2013 war ein super Jahr. Danke euch auch für eure Unterstützung. Von euch möchte ich wissen, was ist denn bei euch richtig geil gelaufen 2013? Und außerdem, was waren denn eure Lieblingsmomente bei die Filmfabrik? Vielleicht auch bei den Sachen, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Würde mich mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare rein. Wer sagt, oh, Dominik, ist ja schön, dass alles super war, aber was war denn mal nicht so geil? Habe ich euch ein Outtake-Video fertig gemacht. Das gibt es nämlich genau hier. Wer jetzt aber sagt, so, oh, das schöne, wunderschöne letzte Special würde ich mir doch gerne nochmal angucken. Das war das Ben Stiller Interview. Das gibt es hier unten. Gleichzeitig gibt es aber auch eine ganz einfache Möglichkeit, all das, was ich euch gesagt habe, sich nochmal in Ruhe anzugucken. Und da verlinke ich euch direkt ganz oben in der Videobeschreibung einfach die Playlist von den Specials, denn das meiste waren ja Specials. Könnt ihr einfach einmal durchgucken und damit ins neue Jahr rutschen. Wenn ihr aber auch feiern wollt, ist das auch super. Würde ich euch auch ans Herz legen. Kommt gut ins neue Jahr 2014 rein. Schließt 2013 toll ab. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich freue mich auch auf das Jahr 2014. Morgen gibt es dann auch eine Jahresvorschau, denn ein paar Sachen habe ich ja schon geplant, die bald kommen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf und dann gibt es auch dann wieder neue Filmkritiken mit mir, dem Dominik bei die Filmfabrik. Ich freue mich drauf. Also macht's gut und jetzt Feuerwerk. Puh.